Und damit herzlich willkommen hier in Emmelshausen. Wir sind hier gerade mit der Hunsrückbahn von Boppard aus, wo wir unser Lager auf dem Campingplatz Sonneneck haben, rübergefahren und gehen hier heute den Wanderweg Hunsrückbahn. Das ist effektiv der Weg, den die Bahn hier hochgefahren ist, zurück, nur ein kleines bisschen schöner dann mit schöner Aussicht. Wir sind gerade schon an einer Kapelle vorbei und schauen jetzt heute mal, was es hier sonst noch auf dem Weg zu sehen gibt. Angekommen sind wir in Boppard bereits gestern. Wir haben dort unser Zelt aufgeschlagen und sind dann abends noch zu einer spontanen Nachtwanderung losgegangen. Und dazu blende ich euch jetzt einfach mal ein paar Szenen ein. So, wir gehen jetzt hier gerade die Weinberge hoch. Wir haben uns entschlossen, vom Campingplatz Sonneneck ein paar Kilometer den Rhein entlang zu gehen. Und dann sind wir einfach bei der nächsten Möglichkeit, über die Gleise zu kommen. Die Weinberge hoch. Das ist jetzt hier der Peternacher Weg. Den gehen wir nach oben und dann oben auf den Weinbergen wieder zurück Richtung Campingplatz. Und nach diesem kleinen Ausflug in die Vergangenheit, herzlich willkommen zurück in der Zukunft. Ich muss sagen, dafür, dass es hieß, dass wir oben starten und die ganze Zeit leicht runtergehen, gibt es hier doch einige Höhenmeter wieder aufwärts. Ich weiß, dass im letzten Viertel soll es noch einmal ein gutes Stück berghoch gehen, aber davor sollte es eigentlich entspannt sein. Und nach 7 Kilometern sind wir gerade am Industriegebiet Hellerwald vorbei. Wir gehen jetzt weiter Richtung Buchholz und haben jetzt etwa knapp die Hälfte der Strecke geschafft. Dass wir an dem Industriegebiet vorbei sind, war wohl anscheinend doch nicht so richtig. Es geht doch noch mal ein paar Kilometer weiter dran vorbei. Aber nicht mehr weit. Nach etwa 9,5 Kilometern sind wir dieses Mal wirklich am Industriegebiet vorbei. Und jetzt geht es bei langsam anfangendem Regen weiter Richtung Hubertusviadukt und Hubertusschlucht. Auch wenn der Regen noch nicht so stark ist, ich habe sicherheitshalber mal mein Regencape angezogen und den Rucksack auch schon überzogen. Weil ob es jetzt hier stärker wird oder gleich vielleicht wieder aufhört, weiß ich nicht. Allerdings sorge ich dieses Mal lieber ein bisschen vor, als die Nachsicht zu haben und komplett durchnässt wieder am Campingplatz anzukommen. Also die Aussicht von hier oben ist auf jeden Fall mal wieder fantastisch. Alleine dafür hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Eigentlich müsste hier jetzt auch die Aussicht auf das Viadukt sein. Ich glaube nur fast, dass da ein großer Baum vorgewachsen ist und man das nicht sehen konnte. Jetzt hoffen wir einfach mal, wenn es jetzt hier runter geht, dass wir noch eine bessere Sicht auf das Viadukt haben werden. Ansonsten sehen wir es erst
von unten. Und damit haben wir dann doch nochmal Glück gehabt. Hinter der Schutzhütte befindet sich dann nämlich die Aussicht direkt auf das Hubertusviadukt. Und unten geht's gleich runter, einmal durch das Hubertustal. Leute, ich bin ganz ehrlich, selbst ohne das Viadukt hinter mir wäre die Aussicht immer noch jeden Aufstieg hier oben wert. Da wir natürlich oben angefangen haben, habe ich mir den Aufstieg natürlich gespart, aber das wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Wenn ihr in der Gegend seid, kommt auf jeden Fall hier hoch, es lohnt sich. Wenn ihr hier runter geht, seid auf jeden Fall vorsichtig, es geht sehr steil bergab. Das geht ordentlich in die Beine. Wir haben es nach unten geschafft, das Viadukt liegt hinter uns. Es ist wirklich wieder erstaunlich, wie klein so ein riesiges Bauwerk doch von oben aussehen kann. Und dann direkt wieder so riesig ist, wenn man direkt davor geht oder sogar in diesem Fall unten drunter durchgeht. Normalerweise würde der Wanderweg jetzt hier vorne weiterführen. Auf dem Schild hier vorne ist allerdings zu lesen, dass aufgrund der Corona-Situation der Weg jetzt umgeleitet wird, hier vorne lang. Ich kenne den Originalweg hier leider nicht, deswegen weiß ich nicht, warum der jetzt wegen Corona umgeleitet werden muss. Ich finde es ein bisschen schade, aber es hat sich wohl jemand was dabei gedacht, den Weg hier umzuführen. Also respektieren wir das auf jeden Fall und gehen den Weg hier lang. Falls jemand von euch schon mal hier in der Region wandern war, vielleicht auch wirklich auf diesem Weg, vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, was dort gewesen wäre, was aufgrund von Corona nicht gemacht werden kann, gesehen werden kann. Das Einzige, was ich im Prinzip jetzt als ein bisschen positiv sehe, ist, dass es jetzt, nachdem es die ganze Zeit bergunter ging, anscheinend auf diesem Weg nicht wieder berghoch geht. Weil normalerweise wären es jetzt, glaube ich, auch nochmal 100, 150 Höhenmeter wieder nach oben gegangen und das Ganze natürlich dann nochmal wieder runter direkt. Deshalb gucke ich jetzt einfach mal, wo wir auf der Umleitung rauskommen und lass mir davon nicht den Spaß verderben. Aktuell ist es auf jeden Fall noch nicht schade, dass wir den Weg nicht weiter hochgehen konnten. Auch hier ist der Weg sehr schön. Hier führt auch die Traumschleife Elfenlei vorbei. Vielleicht wäre das mal ein Wanderweg, den ich in der Zukunft nehmen kann, wenn ich hier wieder bin. Weil die Gegend ist auf jeden Fall definitiv schön genug, dass ich hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen möchte. Das Wetter scheint mittlerweile auch besser zu werden. Wenn sich das Wetter jetzt so hält, wie es ist, dann werden wir auf jeden Fall als nächstes zur Sesselbahn in Boppard weitergehen. Und von da oben auch mal die Aussicht auf den Rhein genießen. Und so schnell sind wir dann auch schon auf der Straße angekommen. Ich habe gerade mal geguckt. Vermutlich folgen wir der Straße jetzt 1 Kilometer, 1,5 oder so. Es gibt Schlimmeres. Wir haben uns dann jetzt doch dazu entschieden, direkt von der Straße wieder runter zu gehen. Das müsste jetzt eigentlich der Helenenpfad sein, wenn ich dem Schild dort drüben auf jeden Fall glauben kann. Ist auf jeden Fall wieder schön, durch den Wald und nicht einfach nur an der Straße entlang zu gehen.
Wir sind jetzt gerade mit der Sesselbahn hochgefahren auf den Berg. Was ihr gerade noch gesehen hattet, das war die Aussichtsplattform Gideons Eck. Jetzt etwa 300 Meter weiter ist noch der Vierseenblick. Da bin ich mal gespannt, was mich dort erwartet. Was ich auf jeden Fall mal sagen muss, von der Aussicht hier oben auf den Rhein kriegt man auf jeden Fall nie genug. Wirklich gelohnt hat es sich jetzt nicht, dort rüber zu gehen. Ich gehe wieder zurück zum Gideons Eck, weil bei dem Vierseenblick, da ist die Terrasse nur für Restaurantgäste. Beim Gideons Eck zwar theoretisch auch, aber die haben wenigstens noch direkt daneben eine Aussichtsplattform. Schade. Geholt haben wir uns übrigens für die Sesselbahn nur ein One-Way-Ticket, also nur nach oben. Und runter geht's dann wieder zu Fuß. Ursprünglich hatten wir eigentlich geplant, an dem Klettersteig hier mit runter zu gehen. Dadurch, dass es eben allerdings die ganze Zeit zwischendurch geregnet hatte, ist es uns dort allerdings jetzt gerade erstmal zu glatt. Also wir konnten den von oben von der Sesselbahn sehen und ich glaube, bei dem Wetter sollten wir lieber drauf verzichten. Aber wir haben aktuell definitiv mehr als genug Gründe, auf jeden Fall nochmal hier hinzukommen. Und dann nehmen wir den halt beim nächsten Mal mit. Kilometern heute sind wir wieder zurück in Boppard. Wir gehen jetzt entlang des Rheins. Da gönne ich mir noch mal einen der lokalen Weine hier und dann geht es auch wieder zurück zum Campingplatz. Dort packen wir sehr wahrscheinlich unsere Sachen, weil ich muss morgen eh früh los und ob wir jetzt morgen um 7 Uhr die Sachen packen und wegfahren oder jetzt schon. Es war schön, so lange es gedauert hat, aber wir haben auf jeden Fall einiges erlebt heute, auch gestern mit der knapp 10 Kilometer Wanderung über die Weinberge. Wir kommen auf jeden Fall wieder hierher. Dann nehmen wir wahrscheinlich noch mehr Wanderwege hier mit, vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus der Stadt. Ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.